Alola, meine Freunde, und herzlich willkommen zum ersten Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Kampf hier auf diesem Kanal. Heute kämpfen wir gegen den lieben Teddy, auch bekannt als Toastdings, @Toastdings auf Twitter. Wenn ihr auch gegen mich kämpfen wollt, Twitter ist unten in der Videobeschreibung, darüber werde ich nach Kämpfen fragen. Ihr seht vielleicht hoffentlich, dass meine Webcam-Qualität ein bisschen besser ist, denn ich habe eine neue Webcam geholt. Ich habe auch ein neues Mikrofon. Und hoffe damit so ein bisschen die Videoqualität noch zu verbessern. Ich muss natürlich noch an einer Menge Sachen arbeiten. Aber ja, ich hoffe, das wird ein guter Kampf, dass euch das gefallen wird. Ich versuche auch mehr in die Webcam selber zu schauen, auch wenn man das durch meine Brille nicht richtig sieht. Aber ich denke an euch, keine Sorge. Ich glaube, ja, wir haben sogar den guten alten... Das ist ein bisschen doof mit der Webcam. Den guten alten Rage Hulk im Hintergrund. Wir sollen die Kampfregeln festlegen. Ich mach das. Ich mach das natürlich. Ich habe noch nie einen Wi-Fi-Kampf gemacht in dieser Gen. Deswegen hoffe ich mal, dass das alles klappt. Normalkampf. Einzelkampf, normale Regeln. Also quasi tatsächlich mein allererster Wi-Fi-Kampf. Teilnehmendes Team. Oh, schön. Das funktioniert sogar mit der Teamauswahl. Das heißt, ich kann jetzt einfach mein Team 2. Ich muss sie nicht mal alle so im Team tragen. Ich habe die einfach als Kampfteam registriert. Und ja, wir haben dabei... Hoffe, wir sehen das nochmal. Oh, kann ich Kampfmusik auswählen? Oh, was nehmen wir denn? Wir nehmen... Nehmen wir Schutzpatronen. Das ist ein cooler Kampf. Eine coole Musik. Auch wenn wir keinen der Tapus dabei haben. War das Team nochmal? Bitte die Pokémon, die teilnehmen sollen? Genau. Wir haben dabei Bumblebee, unser Bumblebee. Wir haben Holger, unser Alolan Slimog. Wir haben unser Agrostella, unser Tomborg, unser Alolan Geowatz und unser Gandiras. Ich kann den Namen sogar. Erden Lucario dabei. Den Tukankopf, die Sandburg, Katana, das eine Ultrabiest. Das ist, glaube ich, Kampf als Typ. Hoffe ich mal. Er hat den Elektrokäfer dabei und das Agrostella, habe ich das schon erwähnt. Ich kann die Namen halt doch noch nicht so gut. Wenn ich mir das Team so anschaue, denke ich mal, dass wir... Er hat einen Boden-Pokémon dabei, das ist schon mal ziemlich kacke für uns. Mein Team hat eine unglaubliche Bodenschwäche. Ich habe momentan nur 8 Pokémon, die ich benutzen kann. Wir nehmen... Beliden mit Holger. Holger hat die Offensivweste. Bumblebee hat den Fokusgurt. Dann haben wir Giftschleim, Agrostella, Botanium Z. Tomborg. Mein Gandiras hat immer noch das Drakium Z. Das sollte eigentlich kein Drakium Z tragen, sondern ein Life Orb. Aber was soll's. Haben wir halt 2 Z-Items dabei. Wird schon schief gehen. Teddy gegen Pascal. Ich muss meinen Stil noch ändern, sehe ich gerade. Ich habe jetzt halt diesen Stil, den man bekommt, wenn man 50 Siege im Kampfbaum schafft. Dann wollen wir mal schauen. Pokémon-Trainer Teddy fordert dich zum Kampf heraus. So, und ich glaube fast, ich möchte das hier einmal nebenbei öffnen. Dann kann ich nämlich nebenbei meinen unteren Screen sehen und kann quasi einfach auf den Bildschirm schauen und muss nicht runtergucken. Er leadet mit dem Ding, aber ich denke mal, wir sollten einen Angriff von dem überleben. Denn wir tragen die Assault West und gehen darum auf den Abschlag. Ganz stumpf, erste Runde Abschlag. Wir sind schneller. Wir sind Adamant voll Angriff. Unser Giftgriff wirkt sogar. Wir vergiften das Ding noch. Das ist schön. Das ist richtig schön. Er verliert seine Überreste. Er geht auf die Erdkräfte. Aber wir tragen die Assault West. Wie gesagt, stecken das locker weg. Und an dieser Stelle... Er nimmt guten Schaden. Kannte man, genau, wir konnten sein Team sehen. Er könnte in Lucario gehen. Wenn Lucario die Fähigkeit hat, mit der es durch Unlichtattacken die Dingens bekommt, den Angriffsboost. Leider haben wir kein Erdbeben auf dem hier, sondern den Schattenstoß. Wir haben Mülltreffer, was ich eigentlich noch durch Giftdieb ersetzen wollte, woran ich aber nicht mehr gedacht habe. Abschlag, Steinkante und den Schattenstoß. Darum würde ich sagen, gehen wir an dieser Stelle... Tatsächlich auf den Schattenstoß, einfach um zu schauen. Okay, er ruft seine Sandburg zurück, schickt Agrostella dafür rein. Und hier wäre jetzt natürlich das Erdbeben ganz hervorragend. Aber ich wüsste nicht, was das Ding gegen uns machen möchte. Er trägt den Giftschleim ganz offensichtlich, okay.
kann er gerne machen. Wir gehen an dieser Stelle aber auf den Abschlag. Denn ich kann mir nicht. Er möchte uns vielleicht mit dem Siedewasser burnen? Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass er das noch versucht. Aber ich möchte hier gerne mit dem Abschlag ihm den Giftschleim wegnehmen. Nicht die Überreste sogar. Warum hat er nicht einen Giftschleim drauf? Vielleicht noch keinen gefahren. Geht hier auf die Schlammwoge. Das sollte uns keinen Schaden machen. Das Problem ist bloß, ich fürchte fast, dass er auf dem Genesung spielt, auf dem Viech. Und die Sache ist nämlich, mein Geowatz hat den falschen EV-Spread. Ich habe ihm HP und Angriff gegeben, dabei bräuchte es eigentlich Speed und Angriff. Es hat allerdings das Erdbeben. Wir müssen Agustella trotzdem outspeeden, denke ich. Wir können nicht in Bundlebee wechseln. Wir haben tatsächlich eine ganz gute Giftschwäche in diesem Team. Okay, wir wechseln in Najarala, unser Gandiras. Wir gehen in unser Gandiras rein. Najarala, eine Anspielung an Monster Hunter. Er wechselt auch aus. Schickt Lucario in den Kampf. In den Beast Ball. Gibt auf jeden Fall gute Style-Punkte. Aber ich denke, wir werden an dieser Stelle... Reichen Erdbeben aus? Reicht ein Erdbeben? Könnte er uns one-shotten? Ich glaube nicht, dass Lucario schon Zugriff auf den Ice Heap bekommt. Vielleicht hat er noch mit einem Abschlag gerechnet an dieser Stelle. Setten wir uns ab? Was hat er denn noch dabei? Muss nebenbei auf die Zeit achten. Hätte er irgendwas... Tukanon könnte uns vielleicht gefährlich werden. Wir gehen aufs Erdbeben, das ist mir zu gefährlich, jetzt noch was zu predikten. Er ruft es so, er geht bestimmt in Tukanon, oder? FT Lopez. Er geht in Tukanon, ich wusste es. Er hat nämlich entweder mit der Kampfattacke gerechnet. Shit. Tanken wir eine Flugattacke von dem Ding. Ich fürchte fast nicht. Ich fürchte fast, dass wir keine Flugattacke von dem Ding tanken. Es ist halt eine neue Gen. Ich kenne die Pokémon noch nicht so wirklich und ich will nichts riskieren, da wir Drache Kampf als Typ sind. Er geht hier auf den... auf die Schnabelkanone. Möchte uns da... das macht viel Schaden. Ah, das macht mehr Schaden, als ich erwartet habe. Ich bin sogar physisch. Ich gehe hier an dieser Stelle auf die Genesung. Ich habe mir fast gedacht, dass er jetzt in sein eigenes rauswechselt. Nee, Lucario. Hat er mit Toxin gerechnet? Ich nehme an, er hat mit Toxin gerechnet. Ich wüsste nicht, was er sonst machen möchte. Wir gehen hier auf Siedewasser in der Hoffnung, ihn zu burnen. Und ich weiß, Agustella ist ein unglaublich langweiliges Pokémon. Es ist quasi das neue Skorgro. Und es tut mir furchtbar leid, aber... Payback. Okay. Ich hätte meins der Origami genannt, aber jeder wie er möchte. Das ist nicht sehr effektiv. Ich muss leider einmal gucken, was das für ein Typing hat. Es tut mir furchtbar leid, aber ich kann... Da, Katagami. Pflanze Stahl. Okay, wir gehen trotzdem weiter auf das Siedewasser, aber das hat ganz guten Damage gemacht. Er geht auf den Schwerttanz. Das ist in Ordnung. Wir haben Weißnebel auf dem Viech. Das heißt, dass wir ihn jetzt nicht burn. Was bekommst du für Attacken? Bekommst du irgendwas, womit du dich heilen kannst? Synthese bekommst du. Dann gehen wir hier auf den Dunkelnebel. Denn ich habe zu viel Angst davor, dass er sich jetzt mit irgendwas hochheilt. Er geht nochmal auf den Schwerttanz. Ja, ne? Erstmal warum? Ich könnte ihn einfach noch mit einem Siedewasser killen. Aber ich kann auch einfach den Dunkelnebel benutzen. Und damit deine Stats zurücksetzen, Kollege. Lief jetzt nicht so gut für dich. Er geht hier auf die Laubklinge, okay.
ist neutral, macht uns aber nicht viel Damage und wir haben sein nächstes Pokémon raus. Das Kartana bzw. Katagami, wie es im Deutschen heißt. Was ich natürlich wusste, denn ich habe mich natürlich perfekt über alle Pokémon informiert und so. So, dann schauen wir mal, was er als nächstes macht. Er schickt wieder Lucario in den Kampf. Okay. Ich bin an dieser Stelle fast bereit, Agrostella zu opfern. Bleibt deswegen einfach drinnen. Er hat das Erdbeben, okay. Ist kein Mega-Lucario, das war mir schon mal ganz wichtig. Wir überleben das aber. Gehen hier auf das Siedewasser. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Burn. Nein, wir kriegen keinen Burn. Natürlich kriegen wir keinen Burn. Warum sollten wir Burn kriegen? Wir haben ja erst 3 oder 4 Siedewasser benutzt. 4 Siedewasser, kein Burn. Pff, warum auch? Beziehungsweise, okay, der eine Siedewasser hat das Pokémon ausgenockt. Der eine Siedewasser, das eine Siedewasser. Ich gehe nochmal auf Siedewasser. Ich habe keinen Grund, hier irgendwas anderes zu machen. Er geht nochmal aufs Erdbeben. Ich habe auch nichts, was gegen das Erdbeben immun wäre. So, und jetzt muss ich einmal gucken, was er noch im Team hat. Vielleicht kann ich jetzt nämlich unglaublich cheesen. Ich kann gerade nicht gucken, was er noch im Team hat, oder? Nein. Hat er schon Zugang zu Turbo-Tempo? Das Problem ist, ich weiß nicht, auf was für Moves die Pokémon in dieser Generation schon zurückgreifen können. Egg Moves. Extreme Speed, bist du dazwischen? Bist du... Pre-Evolution Only Moves, Transfer Moves Only. Weil wenn er Extreme Speed erlernen kann... Ja. Okay, er könnte Extreme Speed haben, also kann ich Bundlebee noch nicht reinschicken. Aber ich kann Aoki Gahara reinschicken. Und jetzt wird gecheased, was das Zeug hält. Denn wir benutzen jetzt unseren Z-Waldesfluch. Er hat Feuerfeger. Warum hat das Ding Feuerfeger? Warum hat das Ding Feuerfeger? Ich möchte Gimmicky sein. Warum kannst du Feuerfeger? Ja, Z-Waldesfluch ist egal. Bläh. Aber ich mag die Animation. Denn wir haben jetzt alle unsere Stats um 1 erhöht. Ich befürchte bloß, dass wir ihn trotzdem nicht outspeeden werden. Und unser Erdbeben trifft ihn jetzt nur noch neutral, dadurch, dass er den Pflanzentypen bekommen hat. Also hoffen wir mal, dass er uns nicht outspeedet, keinen Bullet Punch hat und wir ihn mit einer plus 1 Dunkelklaue rausnehmen können. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Das hat schon mal besser funktioniert, als ich erwartet habe. So, jetzt ist nur die Frage, hat er auf seiner Sandburg den Schattenstoß? Kann das überhaupt erlernen? Oder er greift uns hiermit an, das geht natürlich auch. Denn das Ding ist entweder immun oder resistet unsere Attacken. Dunkelklaue und Erdbeben sind beide nutzlos dagegen und Holzgeweih ist resistet. Aber wir gehen trotzdem aufs Holzgeweih, denn ich will jetzt nicht mehr auswechseln. Ich weiß, er hat sein Dingensmove noch. Und das macht einfach keinen Schaden und wir werden jetzt geburnt durch seinen Feuerschnabel. Glaube ich, oder? Werden wir doch nicht geburnt? Doch. Gut, das ist natürlich ärgerlich. Und was mich hier am meisten nervt, ist, dass ich eigentlich auf meinem Grandiras die Brunusbeere spielen würde. Was hier nämlich unglaublich gut wäre. Aber so würde ich sagen, schick mir Sangar rein, unser Alolan Geowatz, und er wird jetzt höchstwahrscheinlich mit der Elektroattacke rechnen. Was haben wir denn? Wir haben schon Katagami rausgenommen. Wir haben schon Katagami rausgenommen und Lucario. Akkus, die anderen hat er alle noch. Da ich nicht möchte, dass er auf meine Normalattacke rein switcht, gehen wir hier auf die Steinkante. Ich hatte nämlich befürchtet, dass er das Ding jetzt zurückruft und dafür Leftovers in den Kampf bringt. Und ich hoffe, die Steinkante connected.
Danke, das sollte nämlich definitiv ausreichen. Denn wir tragen das Choice Band. Das heißt allerdings auch, dass er jetzt quasi einen Free Switch in den Lucario hat. Oder in Jetta. Den Käfer? Ja. Gut, du kannst vielleicht die Lichtkanone, aber wir gehen trotzdem weiter auf die Steinkante. Und connecten nochmal. Das überlebst du nicht. Nicht so lange durch den Fokus-Score trägst. Geowatz! You putting in that work, boy? Ich wollte eigentlich Tapu Koko? Tapu Koko, glaube ich, heißt er auf Deutsch, reinschicken. Anstelle von Geowatz. Dann dachte ich mir, nee, komm, das Ding spielt jeder. Nimmst du lieber Geowatz mit? So, und gegen dich schicken wir jetzt tatsächlich Holger rein. Denn er hat nur noch zwei Pokémon. Er hat nur noch das. Oh, schön. Er hat nur noch das Ding und den Vogel. Und vor beiden habe ich nicht besonders viel Angst eigentlich. Wir gehen an dieser Stelle wieder auf die Steinkante. Er bleibt drinne, okay. Oh, wir haben drei Steinkanten connected, dieses Game. Das war sogar ein Crit. Oh, das macht einfach keinen Damage. Okay, aber... Macht Abschlag mehr Schaden als die Steinkante? Macht es sogar. Ich weiß nicht, ob er Genesung auf dem Ding spielt. Könnte gut sein. Wenn ja, werde ich jetzt einfach so lange Abschlag spammen, bis er meinen Slimog gekillt hat. Denn ich möchte hier nicht rauswechseln. Ich kann auch nicht wirklich rauswechseln. Er hat Genesung drauf. Ach, Agrostella, du nerviges Kackkind. Ich meine, ich habe noch Bumblebee, ich habe noch Sanga und Najarala, also mein Bumblebee, mein Gandiras und mein Geowatz. Aber ich möchte nichts reinschicken, wenn ich es nicht reinschicken muss. Also ich möchte nichts sinnlos opfern. Er wechselt hier aus. Okay. Hat er mit dem Switch gerechnet? Denn ich gehe einfach nur aufs Abschlag. Ich möchte jetzt wissen, ob er das Walband trägt. Oh, und wir vergiften ihn nochmal. Das Walband. Deswegen hat er doch so viel Schaden gemacht. Und, ja, okay. Jetzt kann er natürlich noch stallen. Vielleicht ist er auch einfach cool und gibt auf. Denn ich glaube nicht, dass es sich hier noch lohnt, für ihn groß weiterzumachen. Er hat anscheinend den Regenerator drauf. Vielleicht wollte er auch einfach sich nochmal mit dem Regenerator hochheilen. Das kann natürlich auch sein. Er gibt anscheinend nicht auf. Er möchte jetzt noch versuchen, uns mit Agrostella auszustallen. Kann er natürlich gerne machen. Aber wir wissen, er hat Schlammwoge, Toxin, Genesung. Ich möchte bei der letzten Attacke schon fast entweder auf den Bunker oder aufs Schutzschild tippen. Denn Siedewasser hätte er ja schon eingesetzt gegen uns, einfach um uns zu burnen. Also um die Chance zu haben, uns zu burnen. Und ja, ich weiß, das Ganze wird gerade ein bisschen stally, tut mir leid. Aber ich hoffe, dass der Kampf euch trotzdem gefällt. Man merkt übrigens, hoffe ich, ich habe mir extra Kopfhörer geholt. Also so normale Kopfhörer, kein Headset, damit ich das nicht tragen muss bei den Aufnahmen. Ja, ich habe mich tatsächlich mal, ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen Gedanken gemacht für die kommenden Wi-Fi-Kämpfe. Von denen ich hoffentlich, also mindestens ein pro Woche werde ich auf jeden Fall schaffen. Ich hoffe, so zwei in der Woche hochladen zu können. Im Moment möchte ich halt noch viel Zeit auch dafür benutzen, um zu züchten. Denn wie gesagt, ich habe momentan nur sehr, sehr wenig Pokémon. Aber ich muss sonst sagen, ich finde, wir haben gar nicht so schlecht gespielt in diesem Kampf. Wir hatten den Dunkelnebel auf unserem Agrostella, der uns viel gebracht hat. Gut, wir haben eine Prediction verkackt, wo es offensichtlich war, was er reinschickt. Mein Trombok konnte zumindest ein bisschen cool sein. Ich habe echt nicht mit dem Feuerflieger gerechnet. Ich dachte, er hat halt Turbo-Tempo, irgendeine Stahlattacke, wenn es gar nicht richtig so macht, eine Kampfattacke und Erdbeben drauf. Und das hätte mir alles locker weggetankt. Aber, ja gut. Ich habe lange nicht mehr gekämpft. Ich habe nicht mal, also ich kenne wirklich null das aktuelle Meta. Ich gucke die Wi-Fi-Kämpfe von Shady Penguin. Ich gucke die Wi-Fi-Kämpfe von Razer. Aber sonst auf Showdown oder so war ich noch überhaupt nicht. Von daher... Ihr könnt mir übrigens gerne in den Kommentaren unten sagen, was ich für Pokémon mal mitnehmen soll. Okay,
Er hat offensichtlich aufgegeben. Falls ihr mal sagt, ja, das Pokémon würde ich gerne sehen, oder wie wär's mal mit der Strat, könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren lassen. Sonst würde ich sagen, war das ein ganz angenehmer Kampf. Da stehen wir uns gegenüber. 4-0 gewonnen. Hier sind leider nur 2, weil mein Gesicht im Weg ist. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, vielleicht auch einen Kommentar. Und im besten Fall sogar ein Abo, wenn ihr noch mehr sehen wollt natürlich. Und dann würde ich sagen, bis dahin und tschö tschö.